Ja, wir wollten noch über andere Nussarten sprechen. Das ist hier ein veredeltes Mandelbäumchen, Martin. Hier ist eine Esskastanie und das ist eine Walnuss. Ja, also die werden schon recht groß, aber lass uns mal zu den Früchten gehen. Das ist, glaube ich, einfach appetitlicher. Und mit der Walnuss starten. Für wen eignet sich eine Walnuss im Garten? Wer viel Platz hat, kann gerne eine Walnuss pflanzen. Also Vorteile ist natürlich das dichte Laub, hat viele Blätter, ist ein guter Schattenspender im Sommer, kommt mit der Sommertrockenheit zurecht. Also wenn es dann im Juli mal nicht regnet, das kann die gut ab. Ja, und die Nüsse natürlich, da muss ich drauf achten, wenn die sollen ja auch schön sein, dass ich eine veredelte Bäume nehme, weil wenn ich Sämlinge nehme, das selber aussehe, dann kann es passieren, dass die zwar regelmäßig trägt, aber dass ich dann kleine Nüsse habe, die sich schlecht knacken lassen, wo dann die Nuss immer beim Knacken zerbricht, ja. Also das macht dann keinen Spaß, deshalb lieber einen veredelten Baum nehmen und da kann man dann auch, wenn man welche mit einer schwächer wachsenden Unterlage nimmt, auch sich Bäume aussuchen, genau, die dann nicht ganz so große Krone bilden wie bei so einem Sämlingsbaum. Maronen sind ja auch irgendwie sehr beliebt, irgendwie jetzt auch in der Weihnachtszeit gerüstet mehr oder weniger. Eignet sich das auch für einen kleineren Garten oder werden die auch ähnlich groß wie Walnüsse? Wären auch große Bäume, nicht ganz so groß wie eine Walnuss. Dass die hier funktionieren, das zeigen ja die Exemplare, die in Parks stehen. Manche stehen auch in der freien Landschaft, ist auch auf Fremdbestäubung angewiesen. Und hier ist es ganz besonders wichtig, dass man beim Boden, wie bei den anderen Nussarten auch, darauf achtet, dass keine Staunässe dort ist. Der Boden muss tiefgründig sein und die mag eben einen leicht sauren pH-Wert. Also das ist für die wichtig. Wenn der zu hoch ist, dann kommt es zu Mangelerscheinungen bei den Blättern und die wachsen dann nicht gut. Ja, bleibt noch die Mandel. Da hast du ja am Anfang schon gesagt, nicht so ideal für unsere Lagen, aber dennoch irgendwie hat ja nicht nur sozusagen bildet ja nicht nur Früchte. Nee, die hat einen sehr hohen Zierwert. Also wir haben ja eine reiche Blüte. Immer geht schon bei uns am Standort im März los und die erfriert dann zwar, aber die wird ja trotzdem von Bienen angeflogen. Also da als Pollenspender für die Bienen ist er auf jeden Fall geeignet. Und die kommt auch mit der Trockenheit zurecht. Wenn man das abkann, dass man nicht regelmäßig Ertrag hat, dann kann man natürlich auch die Mandel pflanzen. Aber da sollte man schon darauf achten, eben möglichst frostfrei. Dann Und das Klima spielt ihr so ein bisschen in die Hände? Also kann es sein, dass es Mandeln irgendwie zukünftig also einfach präsenter sind? Na, wir haben ja trotzdem noch die Spätfrostgefahr, auch wenn sich so die Saison nach vorne verlegt. Die Spätfröste, die werden hier weiterhin bleiben und das wird, ist, denke ich mal, trotzdem eine unsichere Kultur von Ertrags her. Okay, Martin, lieben Dank für den Besuch.